Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Hans-Seidel-Stiftung heute Abend begrüßen. Ich freue mich, dass unser Angebot so zahlreichen Zuspruch gefunden hat. Der völkerrechtswidrige Angriff von Putin auf die Ukraine macht uns fassungslos, er macht uns ratlos. Und deswegen hatten wir beschlossen, wir bieten Ihnen an, mit Hintergrundinformationen vielleicht die Situation ein bisschen besser verstehen zu können. Es wird nicht viel besser dadurch, aber ich denke, dass ein paar Hintergründe, und das ist unser Ziel, Sinn und Zweck auch erfüllen. Wir werden ganz viele verschiedene Aspekte jeden Dienstag um 19 Uhr Ihnen anbieten. Und ich freue mich auf eine Diskussion mit Ihnen und darf an den Moderator des heutigen Abends übergeben, den Herrn Hahn, der Sie durch diesen Abend führen wird. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls ganz herzlich im Namen der Hans-Seidel-Stiftung hier begrüßen zum ersten Teil unserer Reihe Krieg in Europa, die Hintergründe. Wir wollen jeden Dienstag um 19 Uhr einige Aspekte des Krieges in der Ukraine beleuchten und möchten beginnen mit einem landeskundlichen Einblick in das Land, das gerade überfallen wird, die Ukraine. Wir möchten Akteure, Menschen und die Schauplätze näher beleuchten und etwas kennenlernen. Ich freue mich dafür, als Experten den Lehrbeauftragten am Institut für Slawistik der LMU München, Herrn Dr. Marc Steker, begrüßen zu dürfen. Er ist nicht nur wissenschaftlicher Experte für Kultur und Sprache der Ukraine, er kennt auch Land und Leute sehr gut, war Lehrbeauftragter an der Freien Ukrainischen Universität in München und hat einen sicherheitspolitischen Hintergrund. Er war Berater des KFOR-Kommandanten im Kosovo und Gastprofessor am George C. Marshall European Center for Security Studies. Er wird uns etwa 30 Minuten einen Einblick geben in die Ukraine als Land. Und danach werden wir circa 30 Minuten bis ungefähr 20 Uhr Zeit haben für Ihre Fragen. Ich würde Sie bitten, meine Damen und Herren, diese Fragen über die Chat-Funktion im WebEx rechts unten zu stellen. Ich werde diese Fragen dann vorlesen. Es könnte sein, da wir sehr viele sind, dass wir nicht alle Ihre Fragen heute beantworten können, aufgrund der Zeitbeschränkung. Ich möchte allerdings gleich auf unsere Reihe hinweisen. Jeden Dienstag um 19 Uhr werden wir das Thema aus einem anderen Blickwinkel beleuchten, sodass Sie dort immer aktuelle und Hintergrundinformationen zu diesem Thema bekommen und auch die Möglichkeit haben werden, weitere Fragen zu stellen. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Steker bedanken, dass er die Zeit hat, so kurzfristig einen Einblick in die Ukraine als Land zu geben, und freue mich auf seine Ausführungen. Herzlichen Dank. Gut. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau von Wiening, lieber Herr Hahn, herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich hoffe, es verstehen mich alle und können mich alle auch sehen. Ich glaube, es ist ja in erster Linie wichtig, dass Sie mich verstehen können. In einer halben Stunde kann man natürlich schwerlich in die Geschichte, in die Kultur, die Literatur, in die Landeskunde insgesamt einen vollständigen Eindruck geben. Ich möchte Ihnen verschiedene Aspekte vorstellen der Landeskunde der Ukraine, damit man besser verstehen kann, warum die Ukraine momentan diesen Krieg so führt, wie sie ihn führt. Es stand ja heute im Time Magazine auch auf dem Titelbild, es war ein Zitat aus einer Rede von Zelensky, des Präsidenten der Ukraine, der dort zitiert wird auf Ukrainisch: «Життя не переможе смерть, а світ темряву». Das heißt, Ukrainisch, also das Leben wird den Tod besiegen und das Licht die Dunkelheit. Also merkt er diesen Pathos, dass es tatsächlich Zelensky bei aller Kritik, den manche äußern an einer gewissen Theatralik,
dass es ihm ernst ist. Und diesen Ernst kann man nur verstehen, wenn man sich die wechselhafte und schwierige Geschichte der Ukraine ansieht. Die Ukraine ist heute mit 40 Millionen Einwohnern ein, muss man mittlerweile sagen, noch souveräner Staat. Ob die Unabhängigkeit bestehen bleiben wird, steht momentan in den Sternen. Als im August 1991, also 1990, 1991, sich die Ukraine, genauso wie viele andere Staaten aus dem Verbund der Sowjetunion, der UdSSR, verabschiedeten, ging für die Ukraine ein großer Traum in Erfüllung, der Traum der Unabhängigkeit. Und dieser Traum der Unabhängigkeit war in der Geschichte der Ukraine eine sehr kurze Phase, oder man könnte, wenn man genauer sein wollte, höchstens sagen, dass Ende des 18. Jahrhunderts, im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, regional für die Ukrainer tatsächlich so etwas existiert hat, wie Unabhängigkeit oder Freiheit zumindest, ihre eigene Sprache, ihre Kultur zu pflegen. Und eine staatliche Unabhängigkeit war unter den historischen Bedingungen meistens nicht zu denken. Es gibt eine kurze Phase, die als Hetmanat bezeichnet wird, also das heißt der Kosakenstaat, der entstand nach einem Aufstand von Bogdan Chmelnitzki in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Das sind immer nur Phasen. Das heißt, die Hoffnung, von der gesprochen wird, auf staatliche Unabhängigkeit, ist tatsächlich etwas, was in allen ukrainischen Schriften derjenigen, die sich für die ukrainische Kultur, für die Sprache eingesetzt haben, immer wieder auftaucht. Ich habe hier auch, sieht es vielleicht etwas schlecht, eine Schrift eines Ukrainisten aus Kanada, der in Toronto, der in Harvard unterrichtet hat, Professor Magochi. Er hat geschrieben, trotz allen Interesses wäre die Ukraine auch heute noch weitgehend eine missverstandene Nation und ihre, das, was die Wahrnehmung wird in erster Linie verfälscht, manipuliert durch die russische Propaganda. Das hat er 2018 geschrieben. Man kann sagen, dass sich trotz eines gewissen Aufschwungs in der Orangenen Revolution während der, des Maidans natürlich jetzt ganz besonders dieses Interesse immer wieder natürlich Spitzen erreicht hat und dann relativ schnell wieder abgeflacht. Selenskyj hat sich ja selbst darüber beklagt, dass der Krieg in der Ostukraine relativ schnell in der westeuropäischen Berichterstattung verflacht ist. Was die ukrainische Identität, die ukrainische Sprache betrifft, Ukrainska Mowa, also die ukrainische Sprache, sie hat sich aus dem Altostslawischen entwickelt, also aus dem Kirchenslawischen, vor allem dann auch während dieses Hetmanats, das ich kurz erwähnt habe, im 17. Jahrhundert, das dann bereits Ende des 18. Jahrhunderts zu Ende ging, aus den Dialekten, aus den zentralukrainischen Dialekten, also die Gegend um Kiew. Ob es eine solche ukrainische Sprache gibt, ist in erster Linie von russischer Seite bestritten worden, ist aber auch von polnischer oder von ungarischer und teilweise auch von österreichischer Seite bestritten worden. Also es gab diese Stimmen vor dem Ersten Weltkrieg, was zum Beispiel Erzherzog Franz Ferdinand gesagt hat, man müsse den Ruthenen, also die österreichischen Ukrainer, man müsse ihnen entgegenkommen und ihre Sprache aufwerten. Das heißt, um ihnen auch ihre historischen Verdienste zu entgelten. Die Ukrainer, die unter russischer Herrschaft lange lebten, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, die hatten damit zu kämpfen, dass die Verwendung des Ukrainischen, zum Beispiel bei Taras Schewtschenko, wenn nicht der größte ukrainische Literat und Poet, dass er für die Verwendung des Ukrainischen das Ukrainische konnte sich trotz aller Probleme, eben wegen dieser Probleme, wegen der Repression, der zeitweisen Förderung, erst wirklich konsolidieren nach der Unabhängigkeit seit 1991. Natürlich gab es vorher auch schon Ansätze in der ukrainischen Emigration, aber umkämpft ist das Ukrainische, wie man heute auch täglich verfolgen kann, bis heute.
dass es als Sprache nicht anerkannt wird, dass es eher als Dialekt abgewertet wird. Die staatliche Identität der Ukraine, jetzt sind wir bei einem wesentlichen Punkt, dass es so etwas gibt wie eine ukrainische Staatlichkeit, ist natürlich in der Geschichte eben deswegen aus den Gründen, die ich schon geschildert habe, schwer aufzufinden. Der Streit beginnt im Prinzip bei den Begriffen, die wir alle schon einmal gehört haben, bei Kleinrussland, Großrussland, Kleinrussland und Großrussland oder Ukraine, das heißt Grenzland. Das heißt Begriffe, die vorher geografisch zu verstehen waren, einfach wegen der schieren Größe, haben sich im Laufe der Zeit zu qualitativen Urteilen entwickelt. Das heißt, dass man tatsächlich die Ukraine herabgestuft hat als Grenzland, als kleines Land, als kleinere Version des Russischen. Das liegt auch an gewissen historischen Missverständnissen. Die Kiewer Rus, Kiewskaja Rus, die als Ursprung der ostslawischen Staatlichkeit gilt, also ein großes Gebiet in der Gegend zwischen Ostsee, Bosporus, Schwarzes Meer, die im 9. Jahrhundert entstanden ist und eigentlich zuerst von Nowgorod ausging und dann man hat die Hauptstadt nach Kiew verlegt. Die Russen verwenden heute eher den Ausdruck Drevne Ruskeje Gosudarstvo, das heißt alte russische Staatswesen, um den Bezug zu Kiew zu vermeiden. Das heißt, 988, als dann Wladimir auf Ukrainisch dann die Rus getauft hat, begann auch die Christianisierung. Das heißt, wenn man das zu eng mit Kiew verbindet, bekam das einen ukrainischen Einschlag, den natürlich die Großrussen vermeiden wollten. Aber man muss dazu sagen, dass die Rus im Ursprung, das ostslawische Staatswesen, natürlich noch keine Ukrainer, Russen, Weißrussen und so weiter kannte. Aus der Rus heraus, die eigentlich ein Begriff war für einen skandinavischen Stamm, man hat Varäger geholt, damals, um diese Rus zu beherrschen. Man nimmt an, dass Rus ein Begriff ist für einen skandinavischen Stamm. Und die mächtigste und größte der Nachfolgestaaten, also dann Russland, das sich dann bald als Großrussland bezeichnet hat, um sich abzugrenzen, hat sich schon wegen dieses Begriffes als eigentlichen Nachfolger betrachtet. Aber diese Streitigkeiten sind, wie gesagt, sehr schwer auf den Punkt zu bringen. Der zweite große Einschnitt in der ukrainischen Geschichte, aber dann auch in der russischen Geschichte, also man könnte auch Verbindendes finden, war dann die mongolische Invasion ab 1223 und dann in erster Linie die ganz besonders auch die Herrschaft von Litauen und Polen über die Ukraine. Das heißt, es in der Lubliner Union von 1569 hat man eben einen gemeinsamen litauisch-polnischen Großstaat geschaffen, in der die Orthodoxen, das heißt ein Großteil der Ukrainer, damals zurückgesetzt war. Die Möglichkeit, die man dann ergriffen hat und die bis heute für Streit sorgt, war die sogenannte Kirchenunion von Brest im 16. Jahrhundert. Also dadurch, das ist jetzt immer sind wir bei der Religionspolitik, dadurch hat man den Ukrainern die Möglichkeit eröffnet, sich dem Westen zu öffnen, in gewisser Weise mit Rom sich zu verbinden, also eine griechisch-katholisch unierte Kirche zu bilden. Das haben aber diejenigen, die der Orthodoxie treu bleiben wollten und den Ukrainern als Affront verstanden. Wir verkaufen unsere Seele an Rom. Und es gibt bis heute, seit der Union von Brest unter den Ukrainern, diejenigen, die sagen, das ist ein Zeichen, um uns dem Westen zu öffnen. Wir sind eine westliche Nation. Die anderen aber sagen, wir sind eine Übergangsnation an der Grenze, die sich eher als russophil verstanden haben. Und diese beiden Strömungen haben im Laufe der Geschichte immer miteinander gerungen. Das heißt, von welcher Seite kann ich mir am ehesten Unterstützung erwarten? Also das heißt,
gibt es tatsächlich eine russische, slawische, ostslawische Option für uns, die uns unterstützt, dass der Zar uns tatsächlich unterstützen würde? Oder sind es doch eher, ist es doch eher der Westen? Und da hat man aber im Westen eben auch immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht mit der polnischen Herrschaft, Polonisierung, Katholisierung. Das heißt, man sollte auch eher auf die eigene Tradition aufgeben, man sollte sie zurücksetzen. Man hat ein ukrainisches Selbstverständnis auf polnischer Seite zum Beispiel nicht akzeptiert. Und dann setzte eben, deswegen habe ich gesagt, diese Kirchenunion war der große Anfang, diese Pendelbewegung ein, wo man dann immer wieder auf die eine oder auf die andere Karte gesetzt hat. Ich möchte ein Beispiel nennen, das sehr prägnant zusammenfasst, 1848, die Revolution Ungarn. Ungarn, Madjarisierungsbestrebungen, also das heißt auch das Ukrainische, war sehr starken ungarischen Einflüssen ausgesetzt. Und man hat erhofft, dass nach 1848, wenn sich die Ruthenen, also die österreichischen Ukrainer an dieser Revolution beteiligen, dass sie dann eine Aufwertung erfahren. Was aber nicht passiert ist. Das hat wieder die Pendelbewegung in die andere Richtung in Gang gesetzt. Ihr sagt, die Österreicher, das ist recht die Ungarn, sind genauso verräterisch wie die Russen, also sollte man vielleicht doch eher in die andere Richtung wieder gehen. Also das ist das große Dilemma der Ukraine, der Ukrainer überhaupt, an dieser Wasserscheide, an dieser Grenze zwischen West und Ost zu sein. Mit wem können wir es am besten? Natürlich im 19. Jahrhundert dann mit der Verfolgung, auch der ukrainische Unterdrückung der ukrainischen Sprache, Beispiel Taras Schewtschenko, hat man natürlich immer stärker gemerkt, dass es Russland eben nicht sein kann. Ein wichtiger Punkt, den ich aus der Geschichte noch erwähnen möchte. Es gibt diese Ereignisse, die immer wieder propagandistisch aufgebauscht wurden. Zum Beispiel nach dieser Revolution, von der ich gesprochen habe, Kosakenaufstand 1648, Bogdan Chmelnitsky, ein neuer wichtiger Punkt in der ukrainischen Geschichte. Kosakenstaat ist relativ schnell wieder in politische Abhängigkeit geraten, weil man gemerkt hat, man ist eigentlich zu schwach gegen die Polen und die Litauer. Man musste sich den Zaren zuwenden. Nur diese Wiedervereinigung, das heißt die Unterwerfung dann der Ukraine oder der Kosaken, der ukrainischen Kosaken unter den Zaren, ist dann auf der zaristischen Seite als sozusagen nicht nur Unterwerfung, sondern Wiedervereinigung historisch aufgebauscht worden. Also man hat gesagt, eine freiwillige Entscheidung, obwohl sie ja eigentlich aus militärischen Gründen geschehen ist. Diese Ereignisse, Kiewer Rus, Mongolen-Invasion, wie sie genannt hat, Goldene Horde, dann natürlich Polen-Litauen, Kosakenstaat, im 19. Jahrhundert, als in ganz Europa die nationalen Stimmungen hochkochten, hat ein ukrainischer Historiker, Michael Ruschewski, hat versucht, eine Kontinuität der ukrainischen Freiheitsbestrebungen zu konstruieren, also eine ukrainische Nationalbewegung. Und er hat gesagt, diese Staatlichkeit, dieses staatliche Bewusstsein lässt sich an diesen Punkten verfolgen. Auch wenn das immer sehr kurz war, dann hat es auf jeden Fall funktioniert. Was für die Polen heute ein einschneidendes Ereignis war, das wir alle kennen, die drei Teilungen am Ende des 18. Jahrhunderts, war auch für die Ukrainer ein einschneidendes Ereignis, weil sie immer weiter nach Westen gedrängt worden sind. Das heißt, unter galizische und der polnische Herrschaft, was dann übrig blieb von ihrem Land, war nur noch ein kleiner Teil dessen, was man als historische Ukraine betrachtet hat. Und diese Pendelbewegung, von der ich gesprochen habe, Ost, West, je nachdem, was man eben dann genau unter Westen dann verstanden hat, natürlich die Donaumonarchie, Galizien-Wolynien unter ungarischer oder österreichischer Herrschaft, unter polnischer Herrschaft, weiter. Diese Pendelbewegung hat die Ukrainer dann im Ersten Weltkrieg ganz besonders in ein fürchterliches Dilemma gebracht.
Man hat sie auf österreichischer Seite der russischen Sympathien verdächtigt und auf russischer Seite der österreichischen Sympathien. Das heißt, obwohl die Bauern gerade in dieser Gegend also verblieben waren, sobald sie ukrainische, ruthenische Dialekte gesprochen haben und nicht schon großteils ukrainisiert, Ungar materisiert oder polonisiert waren, hat dann zur Folge gehabt, zum Beispiel, es gab in der Nähe von Graz in Thalerhof ein österreichisches Lager, in der Ukrainer zu Tode gekommen sind, verhungert sind. Mit der Oktoberrevolution 1917 kam dann dieser historische Moment einer ukrainischen Volksrepublik. Aber wie gesagt, auch nur ein kurzes Ereignis in der Geschichte der Ukraine, die relativ schnell österreichische Intervention, dann die Intervention der Bolschewiki. Und man hat dann die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik gegründet. Und damit hat sich im Prinzip in dieser Sowjetrepublik das fortgesetzt, was sich im 19. Jahrhundert auch schon abgespielt hat. Das heißt, das Verbot des Ukrainischen, das Verbot der Schriften, radikaler denn je. Man konnte nicht mehr ausweichen, wie unter österreichischer Herrschaft oder unter ungarischer oder polnischer, dass man eben zum Beispiel in Wien ukrainische Schriften, ruthenische Schriften drucken ließ. Das war ja nicht mehr möglich. Und wir kennen dann alle die Zuspitzung, die mörderische Zuspitzung in den 20er und dann in den 30er Jahren, der sogenannte Holodomor, in den 1932, 33, man schätzt zwischen 4 und 7 Millionen, die während dieses induzierten Hungertodes, während die Sowjetunion immer noch Millionen Tonnen an Getreide exportiert hat und der Westen sich für diesen Genozid, aus dem die heutige Ukraine betrachtet, im Grunde genommen nicht interessiert hat. Während des Zweiten Weltkriegs, man braucht sich nur das Buch von Timothy Snyder anzuschauen, Bloodlands, als die Ukraine erneut zwischen die Fronten geriet und zuerst Hoffnungen gesetzt hat, dass die deutsche Invasion, die deutsche Besatzung, sozusagen für die Ukrainer wieder eine Kehrtwende bringen könnte. Die Führer aber derjenigen, die darauf gehofft haben, dass ein ukrainischer Staat, den man proklamiert hat, eben auch von den Deutschen anerkannt werden würde, hat sich blutigst gerecht. Es sind die ukrainischen Anführer, sind nach Ravensbrücke, nach Buchenwald deportiert worden. Der Partisanenkampf, der sich entwickelte, der ja bereits dann eben in den 40er Jahren begann und sich eben von 1943 bis 1947 hinzog, also wesentlich über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus, richtete sich dann nicht nur gegen die Besatzung, sondern zum Beispiel auch gegen die polnische Bevölkerung, natürlich auch gegen dann die rote Besatzung. Das heißt, in diesem Krieg, in diesem Partisanenkrieg, auch wenn man nadelstichartig zugeschlagen hat, konnten die Ukrainer eigentlich nur verlieren. Das heißt, diese Erinnerung, diese schmerzhaften Erinnerungen einer Unfreiheit, einer teilweisen Staatlichkeit, einer zeitweisen Staatlichkeit, die Unterdrückung der eigenen Kultur, der eigenen Sprache und so weiter, ist im Prinzip in den 50er, 60er, 70er Jahren hintangestellt worden. Man hat zum Beispiel, ich habe das selber auch noch erlebt in meinem Studium, dass man die Diskussion über die Kiewer Rus tabuisiert hat, weil natürlich der Gedanke oder allein schon die Diskussion darüber, dass es etwas gegeben haben könnte, was einer ukrainischen, in Anführungsstrichen, aus den Gründen, die ich genannt habe, ist es eben natürlich schwierig, in dieser Zeit schon von einer ukrainischen oder russischen oder sonstigen Staatlichkeit zu sprechen. Aber allein schon der Gedanke daran, dass so etwas einmal existiert haben könnte und dass Nationalisten das ausnutzen könnten, hat dazu geführt, dass jede wissenschaftliche Diskussion zum Beispiel über die Kiewer Rus ausgeschlossen war.
und dass man darauf warten musste bis 1991, als dann eben die Stunde, die großartige Gloriestunde der Unabhängigkeit schlug. Damals, 1991, das möchte ich zum Schluss noch kurz erwähnen, um auch auf die griechisch-katholische Kirche, auf die Union von Brest zurückzukommen, die ja eben gerade die griechisch-katholische Kirche in der Westukraine heute auch immer noch eine große Rolle spielt. Und es hat in den 90er Jahren dann auch große Dispute gegeben über die Rückgabe von uniertem Kirchengut zwischen der Orthodoxie. Sie kennen auch den Streit, der sich vor kurzem entfacht hat an der Frage, ob sich eine eigene, eine autokephale ukrainische orthodoxe Kirche gründen darf. Der Metropolit von Moskau, also das Moskauer Patriarchat, hat das ja radikal abgelehnt. Und heute haben wir jetzt diesen Streit darum, inwieweit noch der Patriarch Moskau überhaupt von der Orthodoxie in der Ukraine noch in der Liturgie erwähnt wird, da ja die russische Orthodoxie sich bis jetzt auch weigert, auf kritische Distanz zur Politik Putins zu gehen. Damals ist 1991 auch der Kardinalerzbischof der unierten Kirche, Luaschewski, aus dem Exil in Rom zurückgekehrt und hat damals auch davon gesprochen, dass eben die jahrhundertealte Unrecht an seinem eigenen Volk wieder in gewisser Weise in diesem Moment jetzt gut gemacht werden kann. Ich möchte zum Schluss meiner natürlich kurzen und sehr skizzenhaften Ausführungen ein Zitat bringen, ein wichtiges Zitat, ein Gedicht, das eigentlich heute fast jeder Ukrainer, jede Ukrainerin natürlich kennt. Ich glaube, gerade diejenigen, die sich jetzt auf den Weg, zwangsweise den Weg in den Westen machen, um den Bomben zu entgehen, um ihre Kinder zu retten, die werden dieses Gedicht, glaube ich, werden sich an dieses Gedicht mit Bitternis erinnern. Dieses Gedicht ist geschrieben worden eben von Taras Schewtschenko, man sagt, dem größten ukrainischen Poeten und Dichter. Und es heißt auf Deutsch, heißt es Vermächtnis. Und auf Ukrainisch heißt es, ich werde Ihnen gleich die Übersetzung geben, Я умру, то поховайте, мене на могили, серед степу широкого, на вкраїні мили, що плани широко поле, і Дніпро, і Кручі, було видно, було чути. Also wie gesagt, diese Verse kennt eigentlich fast jeder in der Ukraine. Wenn ich sterbe, so bestattet mich mitten in der breiten Steppe der geliebten Ukraine, dass ich grenzenlose Felder unter den Dnjepr und seine Schnellen sehen kann und hören möge. Also das hat Schewtschenko aus der Verbannung 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben. Und wie ich schon zum Eingang gesagt habe, es ist traurig, erschütternd, dass diese Verse in gewisser Weise heute wieder bestätigen und eine Repetitio in tragischer Weise erfahren. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für diese wunderbaren Ausführungen, für diesen Parforce-Ritt in der Kürze der Zeit durch die ukrainische Geschichte. Das war wirklich erleuchtend, wie ich finde. Sie haben sehr schön dargestellt, Herr Dr. Steker, dass die Ukraine als wortwörtliches Grenzland zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden Extremen Ost und West liegt und sich dennoch eine nationale Identität auch über die Sprache immer wieder erhalten konnte, eine nationale Identität dort entstehen konnte als Ukrainer und die auch immer wieder direkt verbunden ist mit Unterdrückungserfahrungen. Und ich erlaube mir gleich, also wenn wir jetzt in die Fragen einsteigen, eine erste Frage selbst zu stellen. Die Frage ist, hat Wladimir Putin bei dieser Geschichte der Ukraine selber nicht aufgepasst? Ist er so geschichtsvergessen, dass er diese ganz klare Verbindung zwischen ukrainischer Identität und Unterdrückungserfahrung und die damit irgendwie erklärbare und so heftigere Verteidigung
der Ukrainer ihrer eigenen Identität, ihres eigenen Landes? Hat er die unterschätzt oder glaubt er schlichtweg seiner eigenen Propaganda? Also ich glaube, es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dabei muss man immer drei Sachen berücksichtigen. Natürlich erstens, dass Putin selbst in einer Zeit aufgewachsen ist, in der man sich über die separate Identität einzelner Völker in der Sowjetunion, auch wenn man natürlich wusste, dass es diese Identitäten, diese Ethnien gibt, nie wirklich Gedanken gemacht hat. Sozialismus, Kommunismus war natürlich die überspannende Ideologie und man dachte ja immer, dass sich damit alle ethnischen Identitäten auflösen würden. Und wir wissen ja auch aus der aktuellen Diskussion, wenn es immer wieder heißt, wenn Putin auch selbst den Ukrainern abgesprochen hat, eine nationale Identität zu besitzen, dass ihnen sogar vorgeworfen hat, dass sie Faschisten seien. Das ist natürlich genau das Vokabular, die Terminologie des Kalten Krieges, des Zweiten Weltkriegs, in dessen Schatten er ja selbst auch durch seine Eltern aufgewachsen ist. Also er hat die ganze Ideologie, muss man sagen, diese Erblast der Sowjetunion aufgesogen und benutzt natürlich, muss man schon sagen, natürlich in Anführungsstrichen, diese, ja, soll man sagen, diese ignorante oder jedenfalls einäugige Sicht der Geschichte und der Identitäten für seine politischen Ziele. Ich fand es interessant, dass zum Beispiel das Professor Münkler gestern in einem Vortrag gesagt hat, für ihn geht es wohl in erster Linie darum, erstens das Gebiet geopolitisch zu arrondieren, das heißt die Ukrainer als Slawen auch noch mitzunehmen. Und im Prinzip, und jetzt komme ich eigentlich auf das Wesentliche, was mir an der ganzen Geschichte aufgefallen ist, er wirft den Ukrainern sozusagen in alter großrussischer Manier vor, an der falschen Stelle abgebogen zu sein. Also ganz sarkastisch auszudrücken. Das heißt, sie hätten ja auch so in dieser Tradition von 1654, also als der Zar plötzlich verkündet hat, ich bin jetzt der Herrscher der aller großrussischen und kleinrussischen Länder, dieses Narrativ, also diese Erzählung, hätten die Ukrainer ja einfach weitertragen müssen. Das wäre sozusagen, wir sind gemeinsam, wir sind alle positiv gewendet, wir sind alle Ostslawen, wir gehören alle irgendwie zusammen. Oder nicht bloß irgendwie zusammen, sondern tatsächlich zusammen. Aber er hat halt komplett dabei übersehen, wie Sie schon gesagt haben, Herr Hahn, dass dahinter eine Repressionsgeschichte steht, dass er die Ukrainer ja nicht gefragt hat, wollen sie dabei sein? Und es gab ja bis jetzt auch, und das ist das größte Versäumnis, keinerlei positive Angebote an die ukrainische Seite zu sagen, ihr seid jetzt gleichberechtigt, gewisserweise. Geschichtsdeutung, Vergangenheit und so weiter. Im Prinzip hat das Putin nie wirklich interessiert.